Anlässlich der diesjährigen Kartoffelernte hatte gestern der Verein Stadt und Land die Berliner Presse zu einer Feldbesichtigung nach Gartow eingeladen. Und alle Zeitungsleute und Rundfunkreporter waren aus der Großstadt gekommen. Doch bei dieser etwas ausgefallenen Pressekonferenz ging es diesmal nicht um die hohe Politik, sondern ganz schlicht und einfach um die Kartoffel. So zeigte man erst, wie man nach alter Art auf den Feldern gerodet und die Kartoffeln mit der Hand aufgesammelt hatte. Doch auch in der Landwirtschaft sind Arbeitskräfte heutzutage bekanntlich Mangelware. Die größeren Betriebe mussten sich daher nach wirtschaftlicheren Möglichkeiten umsehen, wenn sie die Ernte unter das Dach bringen wollten. Und da staunten die Großstadtreporter. Mit Hilfe der modernen Technik schafft es der Landwirt jetzt sogar in der halben Zeit. Dabei holt diese Maschine die Kartoffeln nicht nur aus der Erde, sondern reinigt, sortiert und füllt sie gleichzeitig fertig zum Versand in Säcke. Nur schälen und kochen kann dieser Ernteroboter noch nicht, aber er spart den Bauern viele Arbeitsstunden.